Hallihallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Show Your Minecraft Chat mit eurem Staff und unserer Jury hier. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Ja, gut, kommen wir gleich zum Thema. Ja, kommen wir gut voran hier. Julian Schmidt mit der Austria, das stimmt nicht mehr so ganz. Mach mal weg. Aha. Julian Schmidt stimmt zwar noch, aber jetzt ist es nicht mehr die Austria, sondern jetzt ist es die Pearl. Und ich dachte, ja. Jetzt ist es die Germany. Nein. Und deswegen werden wir... Was machst du jetzt da, Glenn? So. Pearl. Ja, wie die Perle. Pearl halt. So. Und auf jeden Fall werden wir jetzt direkt mal drauf gehen. Da wären wir dann. Und wir sehen schon, jetzt wird es ein wenig klassischer. Ja. Gut, ist auch ein Schiff, ne? Ja. Eine andere Epoche. Ja, ein bisschen alt, aber... Sehr detailreich. Also und mit den Schiffen kennen wir uns alle sehr gut aus hier auf jeden Fall. Server scheint ein kleines Schildproblem zu haben in letzter Zeit. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, die sind gar nicht beschriftet. Ja, Leute, hier gibt es nicht viel zu sehen. Das sind Kanonendecks, ne? Und die sehen sehr gut aus. Also, ich gucke jetzt einfach mal hinten rein. Aha. Mit toten Köpfen wird geschossen. Ja, komm. Da sind Kanonen. Hier ist ein schwebendes Bett oben. Ja. Ja, so. Vielleicht Hängematte oder so. Ah, okay. Ich kenne mich ja auch nicht so mit diesen Schiffen aus. Das gab es auch in echt, glaube ich. Rettungsboote. Schön. Und hier geht's dann rein. Kanonen. Was haben die Schiffe eigentlich von damals für ein Vorzeichen? Ja, nicht RMS und so. HMS hier in dem Fall. HMS Pearl. So, das sind wir wieder beim... Achso, das ist dann hier dieses... Okay. So. Überall diese Kanonenkugeln. Ah ja, es geht ein Deck tiefer. Einfach hier wieder Kanonen. Hier ist noch was zum... Kanone. So, das ist ja interessant, was du gerade hast. Ah ja, das sind wahrscheinlich so Hängematten. Wenn du Build by Cruise Line, ja, okay, dann musst du aber Build mit T schreiben. Das wäre dann das entsprechende Partizip. Weil so, naja, heißt es Bauen by Cruise Line. Das war bei Röttger auch so. Müsst ihr noch ein wenig klären mit dem Englischen. Built by Generation Game. Diese Kanone hier bekommen einen eigenen Raum. Er ist oben auch einmal. Warum? Achso, das sind wahrscheinlich dann auch noch die Räder. Okay, das verstehe ich. Warum sind die Räder gleichzeitig auch noch die Kanonenkugeln? Was dumm. Das ist der geheime Raum. Das ist der Dark Room. Das ist doch dufte. So, und hier hinten? Hängematten. Ich sehe nur Kanonen. Für mich war es ein Sklavenschiff. Ich weiß nicht, vielleicht war es wirklich ein Sklavenschiff, wo die Sklaven das abfeuern mussten, ich weiß ja nicht, ja. Warum sehen die Kanonen hier unten wieder ganz anders aus? Das verwirrt mich. Das sind andere Kanonen wahrscheinlich. Das verwirrt mich trotzdem. Warum ist hier überall? Es geht ja noch tiefer. Das sind jetzt Laderäume hier. Und Leute, die hier pennen, interessant. Wenn du hier einmal jede Stütze irgendwie umgehauen hast oder so, dann Gott, ist das dark hier unten. Dann bricht das Schiff so zur Mitte zusammen. So, nächstes Kapitel in Sachen Hundeerziehung. Wir haben es schon vermisst. Ja? Man muss sich hart durchsetzen. Aber der Hund diskutiert halt auch mit einem, ne? Also... So, was für Argumente hat er denn? Irgendwas mit eigentlich Bau und Gute. Wuff und so. Und Cleff. Und Cleff ab und zu. So, sind das die Torpedos oder? Ne, was soll das hier? Das war ein Cleff. Boah, wo eins. Sind die Torpedos? Los. Und was?
Freund! Feuer! Na gut. Und hier, kackt man hier auf den Holzboden oder was? Was ist das denn? Nee, eigentlich müsste hier noch so ein Loch sein und dann wird unten der ganze Hohlraum so langsam gefüllt dann. Weißt du, mit dem ganzen Archi, das ist richtig. Oh, du fällst da rein. Oder das läuft auf, aus auf dem Ozean. So. Das ist so ein braunes Wasser. Wir haben ein Leck. Ein scheiß Leck. Gut. Max, auf der einen Seite fehlt hier drüben außen die Wand. Was? Es fehlt die Wand? Ja, hier, hier, guck doch mal, hier fehlt die Außenwand. Ja. Wir lernen dann noch mal, wie man mit MC Edit umgeht. Okay. Gut, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, hier irgendwas, oder können wir zurückgehen? Ich glaube, wir können zurückgehen. Okay, gehen wir zurück. Ja. Gut, Jury, wie sieht's aus? Was habt ihr für eine Meinung? Eine positive, was ich gerade gesehen habe. Bella, ja. Also, kann nichts zu meckern. Für so ein Schiff war es ein schönes Schiff. Ja, also. Ich schließe mit dir mal an. Ja, okay, gut. Von daher. Ja, wir können nicht viel darüber sagen. Ja, das ist ein schönes Schiff, viel Detail. Es gab hauptsächlich Kanonen auf dem Schiff. Gut, ist ein Schlachtschiff, HMS. Es ist, ja, ne, die Anfänge der Schifffahrt, das waren Segelschiffe. Und die Anfänge des maritimen Krieges auf See waren auch Segelschiffe. Und ich kenne mich jetzt nicht so wirklich mit der Geschichte da aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es sah auf jeden Fall optisch sehr schön aus und man hat an alles gedacht. Ich weiß nicht, wo die hinkacken. Aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Die füllen den Hohlraum unten. Ja. Die füllen den Tiefgang dann aus. Und, ja. Also, was will man dazu noch großartig sagen, ne? Kann man nicht mehr viel dazu sagen. Insgesamt Kekse schmecken lecker. So für das Schiff eine schöne Arbeit. So. Gut. Sonst noch irgendwelche Anmerkungen oder war es das schon wieder? Schlaft schön. Okay. Ja, dann kann ich mich von euch verabschieden. Bis zum nächsten Video und bis dahin, Leute.